kommt ja nicht, ja? Herzlich willkommen hier bei MTK zu einer traurigen und eine gute Geschichte, ne? Also erst traurig und dann wieder noch trauriger und dann wurde es immer trauriger. Aber jetzt kam Happy End mit allem drum und dran, Janet, Alter. Was für ein scheiß Auto, oder? Ja, also liebe Freunde, ich habe den jungen Mann nicht gekannt. Freund von mir hat ihn angerufen, er ist liegen geblieben. Mehmet, kannst du da was machen? Ich sag, was denn? Ja, Gang geht nicht rein. Ja, keine Ahnung, schlepp mal ab, bring mal her. Ich organisiert das Auto zu mir abgeschleppt. Ja, was soll ich machen? Ausgelesen, geguckt, gemacht, getan, verlangt. Keine Ahnung. Reagiert nicht. Also er hat gestartet, aber das kam nicht mal raus. Ja, das kommt nicht hoch, ne? Kommt nicht mal hoch. Ich habe ihm gesagt, Digga, keine Ahnung, ich muss mal gucken. Habe ich bei mir aus der Ecke auch einen Elektriker geholt. Hat zerlegt, gemacht, getan. Ja, weiß ich nicht, das muss dies, das. Ich denke, komm mal, weiß ich auch nicht mal weiter, ne? Und dann habe ich hier bei euch angerufen. Ich sage zu ihm, Digi, kann man da was kodieren, gucken? Hast du auch gesagt, ja, du, kein Plan. Bring doch mal erstmal her. Wir haben einen Mann in der Hand, der kennt sich aus. Auto wieder abgeschleppt hierher, ne? Da war ich dann schon ein paar Wochen bei mir, ne? Auto steht hier, da haben die, der war wieder im Urlaub. Irgendwann kam er wieder, hat hier gemacht, getan, kam auch nicht klar. Dann kam wieder einer, oder wer hat noch reingeguckt? Dennis? Dennis hatte noch jemand. Also wir haben wirklich ein paar Leute dran gucken lassen, wirklich immer ganz schwer da überhaupt was zu machen. Ne? Ja. Aber im Endeffekt haben die Jungs den komplett einmal zerlegt und dann haben die gesehen, Platine, Störung, das Wasser raufgetropft vom Schiebedach. Ja. Und das ganze Ding war am Arsch. Okay, Fehler ist okay, da. Okay, aber jetzt musst du erstmal vorweg erzählen, was ist am Arsch. Du hast angefangen, aber... Nee, die Schalteinheit, komm, zeig dir mal. Ich zeig das mal. Er zeigt das mal jetzt. Also, er ging rein, hat Auto gestartet und es ist nichts passiert. Weil... Genau, du hast das Auto so gestartet und das ist nicht hochgefahren. Das heißt, der war immer im P, du konntest das Auto nicht bewegen. Gar nichts. Okay. Ja, und jetzt funktioniert das, ne? Bin gestern auf Probe gefahren, alles soweit in Ordnung, alles perfekt. Also, Schatz, das war das Problem, weil wenn du ihn nicht startest, er lief, aber die Elektronik vom Getriebe kam nicht hoch, um den Gänge reinzukommen. Ne? Mhm. Also das war wirklich ein Riesenproblem, das Teil. Und dann haben wir dann geguckt, gemacht, getan, wo kriegen wir so ein Ersatzteil her? Ne? Tanner sagt zu mir, geil, Digga, ich habe einen gefunden in England. Ja. Okay, schicken wir hin. Hingeschickt, paar Wochen. Hat er auch repariert oder ein Neuteil, keine Ahnung, irgendwas hat er gemacht. Er schickt es wieder zurück, das Ding am Zoll fest. Ich glaube, 2 Monate. Locker 2 Monate. Also über 2 Monate, das kam nicht vom Zoll raus. Das Blöde war, ich habe denen gesagt, dann baut das alte Teil, soll er sein Auto mitnehmen. Ja. Schatz, ging auch nicht, weil das alte Teil war ja auch weg. Ja, das ist, wir haben ja nichts da gehabt. Auto war zerlegt hier auf dem Parkplatz, die kam nicht weiter, ich kam nicht weiter. Der Junge hat jeden Tag bei mir angerufen, was ist los? Und er wollte auch sparen, Digga, jetzt muss ich auch dazu sagen. Er hat nicht gesagt, geh zu Jaguar, hol ein Ersatzteil. Er hat gesagt, Digi, kein Geld, so billig wie möglich, so billig. Und das war so die billigste Variante. Dann haben wir aber letztens gesagt, es geht nicht mehr. Es ist vorbei, die günstige Variante, es geht nicht mehr. Es geht nicht mehr, scheißegal, wir gehen zu Jaguar holen, Neuteil. Wir haben Waren bei Jaguar, Neuteil geholt. Eingebaut, Auto läuft. Ich nehme das Auto mal mit. Und dann schauen wir mal, was passiert. Ja, ja. Fährst du mal das Auto? Ja, ich fahre das Auto. Ja, vielen Dank, Digi. Alles klar. Dann sehen wir uns heute Abend. Danke an TC-Cars. Ja, da steht das andere Schmuckstück, aber da gehen wir gar nicht jetzt ein. Da gehen wir nachher ein. Ja, wir fahren dich erstmal zum Auto. Jo. Und dann fahren wir nach Hamburg. Wie fand das Auto mal aus? Eigentlich ein schönes Auto, ne? Schatz. Ich meine, eigentlich ist es ja cool da. Aber. Ja, aber hier, ich glaube, er hat das Dach auch vergessen. Irgendwas war bei ihm, Schatz. Ja, irgendwas war bei ihm. So, ich muss mir auch mal reinfuchsen hier in das Ding. Also, ich fahre dich mal kurz zu deinem Auto hier vorne. Oder? Ja. Kurz hier vorne. Eigentlich ein cooles Ding. Ja, ich Uhr. Sag, das hier ist nicht schlecht, aber wenn... Sieht geil aus, aber klar, wenn hier das Wasser hier reingetropft ist. Ja, 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 ja. Ich erzähle euch die Geschichte, wenn ich in Dings bin. Also wirklich nochmal, warum er so lange gedauert hat, wieso, weshalb, warum. Ne? Also wir sind heute einfach glücklich, dass diese Karre jetzt fertig ist, Schatz. Ich lasse dich hier zu deinem Auto. Jo. Und ja, dann fahren wir einfach. Was sollen wir machen, oder? Jep. Da ist unser geiler ML. Haben wir Tankessen hier in dem Auto, ne? Okay, Tacho sieht sehr traurig aus, ne? So richtig. Aber auch in feiere ich die Karre, Alter. Oh, cooles Ding, ey. Ich freue mich einfach, das Auto dem Kunden wiederzugeben. Er freut sich auch, dass das Ding fertig ist. Wir sind alle happy. Wir sind alle happy, Freunde, ja. Okay, jetzt gucken wir mal, was das Ding macht auf der Autobahn, wie das Ding fährt. Aber das Problem war ja einfach das Schalten, das Ding fuhr nicht raus. Es fährt jetzt raus, alles ist gut. Ich gucke mal, ob da irgendwelche andere Mängel rauskommen. Und dann rufe ich auch den Kollegen an, dann kann er sein Auto abholen. Und nach 6 Monaten oder 5, ich weiß es wirklich nicht, es ist lange. Ja, vom Elbtunnel hier, du Scheiße. Ja. Alles voll, keine Ahnung, wieso, weshalb, warum.
zum Kotzen, ja. Zum Kotzen, Alter. Deswegen hasse ich das, nach Hamburg zu fahren, liebe Freunde. Aber egal, Auto macht gute Dienste. Bis jetzt läuft das Ding richtig gut. Schaltet super, keine Fehlermeldung. Auto läuft wirklich, wirklich gut. Werden wir gleich mal schön freie Bahn, mal ein bisschen Gas geben, gucken, was das Ding so macht. Und dann melde ich mich mal gleich aus der Werkstatt. Fuji ist auch im Stau. Da sieht ihr das. Ja, wir sind beide im Stau. Welcher Weg ist jetzt das Richtige? Das linke oder das rechte? Ich weiß es nicht. Ich klemme mich mal hinter Tui. Komm, warum denn nicht? Vielleicht habe ich hier Glück. Ich weiß es wirklich nicht, ob es so richtig war. Die Entscheidung. Aber doch, der ML, der sieht doch auch nicht schlecht aus, ne? Der fällt so ein bisschen auf, aber auch nicht zu viel auffällig. Sehr entspannt, sehr entspannt. Das nenne ich doch mal richtig ja, geschafft. Ich bin in der Firma, liebe Freunde. Ja, Alter, wirklich, eigentlich muss ich sagen, optisch sieht der Jaguar richtig schön aus. Ne? Ist gelungen, aber die Verarbeitung finde ich jetzt nicht so toll von dem Ding. Ja, drin die Knöpfe und. Aber Optik richtig nice, schön Dieselmotor drin. Läuft auch schön, sieht auch richtig gut aus. Aber wie gesagt, ne, die Geschichte ist wirklich, ich weiß, ich bin nicht schuld. Wer ist schuld? Ich weiß es wirklich nicht, liebe Freunde. Aber er ist jetzt fertig, er läuft wieder. Ja, Verarbeitung muss ich jetzt sagen hier. Diese Plastikknöpfe, das ist jetzt alles, morgen ist alles nicht so schön, ist alles nicht so schön. Muss man mal gucken. So, liebe Leute, hier sitze ich. Jaguar wurde eben gerade abgeholt vom Kollegen. Er hat fast Tränen in den Augen gehabt. Klar, ne, fast 6 Monate das Auto nicht gehabt. Ja, aber eins zur Verteidigung muss ich auch sagen, wie gesagt, ne, ich habe ihn nicht gekannt. Er ist liegen geblieben, habe ihn herschleppen lassen. Ich kenne mich mit der Geschichte nicht aus. Ein paar Leute waren dran, haben es irgendwie nicht geschafft. Rüber zum anderen, er konnte auch raus nicht. Da haben die auch wieder auf Teile gewartet. Dann die Teile drüben. Ich habe dann auch zu meinem Kollegen gesagt, Digi, das Ding kostet irgendwie, keine Ahnung, über 2000 Euro. Das Ersatzteil kostet bei Jaguar 2000 Euro. Hat er auch gesagt, ach du Scheiße, 2000 Euro ist wirklich viel, wirklich viel. Aber nachdem wir das Ding aus England auch nicht bekommen haben, haben wir dann entschlossen, endlich das Ersatzteil neu zu kaufen. Wirklich. Ne? Wir haben gesagt, komm, haben wir mit Händlerrabatt, bla bla bla, 1580 Euro für das Teil bekommen. Und da habe ich ihm gesagt, aus schlechtes Gewissen hat mein Kollege gesagt, Tom, zahl das Ersatzteil nur, Digga. Ohne Arbeitslohn hat TC-Cast kein Arbeitslohn genommen. Ich habe auf meinen kompletten Arbeitslohn verzichtet. 200 Euro habe ich das Auto da nach Hamburg schleppen lassen. Habe ich auch verzichtet. Er hat mir eben bezahlt. Dann sagt Tanner zu mir, ey Digi, ich habe noch eine nagelneue Batterie eingebaut. Ich denke, ach scheiß doch drauf, Alter. Die 170 Euro Mini-Startstoff-Batterie ist auch aus meiner Tasche weg. Ja, Freunde, keine Ahnung, da könnt ihr auch mal sagen. Habe ich Schuld? Hat der Kunde Schuld? Hat TC-Cast Schuld? Hat der Typ in England Schuld? Ja, was soll ich dazu sagen, Alter, wirklich, ne? Ich wollte den jungen Mann damals schon nur kostengünstig das Ding reparieren. Er hat gesagt, kohlemäßig ist er ist ein bisschen knapp. Und der Kohle ist ein bisschen knapp. Wenn ich ihm da gesagt hätte, die Reparatur kostet ihn knapp 3000 Euro, hätte er bestimmt erstmal gesagt, nee, lass mal. Aber wenn man natürlich 6 Monate darauf wartet, er hat gesagt, du, ich hätte auch damals direkt die 3 Mille zahlen sollen. Wir haben versucht, das Ding irgendwie günstig ranzukriegen. Hat leider nicht so geklappt, wie es sein soll. Wirklich hat nicht geklappt. Ja, ja, sagt ihr mal in den Kommentaren, ja, also ich habe versucht, da irgendwie menschlich zu bleiben und ich habe selber jetzt knapp irgendwie fast 400 Euro Zeit investiert, 400 Euro aus meiner Privattasche weg. Ich habe natürlich ein schlechtes Gewissen gehabt, obwohl ich damit nichts zu tun habe, als nur vermittelt. Aber es sind auch meine Freunde, er hat gelitten, wir haben auch gelitten, er hat einmal die Woche angerufen, nachgefragt, was mit dem Auto los ist. Verstehe ich auch irgendwie. Ja, Freunde, keine Ahnung, ihr könnt ja mal gucken, was ihr dazu sagt, ne, über diese Geschichte. Schönes Auto, er will die Karre jetzt verkaufen, er sagt, er arbeitet jetzt da, wo er ist, er braucht das Auto nicht, will er weggeben. Wie gesagt, er hat fast geweint, als er das Auto abgeholt hat. Hat auch bezahlt. Wie gesagt, auch ein Geschäft mit Minus. Muss auch sein. Muss auch sein, wenn man ein bisschen, ja, wenn der Erfolg nicht da ist und da kann ich nicht diesen unmenschlichen Typen rauslassen und sagen, Digga, ist mir egal, du zahlst jetzt trotzdem die 3 Mille oder sowas. War nicht drin. Er hat uns wirklich leid getan. Schreibt in den Kommis, ob ich ordentlich reagiert habe oder keine Ahnung, hätte ich ihm gar kein Geld abnehmen müssen. Aber ich kann ja auch nichts dafür, dass sein Auto kaputt war und hergekommen ist. Ne? Ich kann wirklich auch nichts dafür, Freunde. Aber egal, Happy End, er hat das Auto mitbekommen. Ja, er hat das Auto mitbekommen. Dann werdet ihr auch vielleicht in den nächsten Folgen sehen, ja, Mehmet ist wieder on Tour, Digga. Mehmet ist on Tour. Ja, es liegen wieder tausende Kilometer vor mir. Das geht eigentlich Sonntag oder Montag geht schon los. Ja, ich denke mal dranbleiben, abonnieren, liken und dann Shop folgen. Dann sehen wir uns im nächsten Video.